Die Businessfragen GmbH produziert gehobene Büromöbel. Die Fixkosten belaufen sich auf Euro 150.000. Die variablen Kosten betragen Euro 250 pro produziertes Möbelstück. Der Verkaufspreis pro Stück liegt bei Euro 500. Es werden pro Jahr 4.500 Stück produziert und verkauft. Ermitteln Sie rechnerisch den Break-Even-Point der Businessfragen GmbH. An dieser Stelle müssen wir jetzt zuerst einmal klären, was ist überhaupt der Break-Even-Point bzw. was wird darunter verstanden. Der Break-Even-Point wird auch gerne als die sogenannte Gewinnschwelle bezeichnet und ist dann sozusagen jener Punkt, an dem die Businessfragen GmbH bzw. ein Unternehmen den Gewinn auf Null hat, also sozusagen in die Gewinnzone kommt. Also die Businessfragen GmbH muss x Stück verkaufen, um zumindest kostendeckend arbeiten zu können. Und das können wir uns ganz einfach mit einer Formel ausrechnen, und zwar mit der Formel zur Berechnung des Break-Even-Points bzw. wie vorher schon gesagt, zur Berechnung der Gewinnschwelle. Und diese Formel lautet Fixkosten dividiert durch Nettoverkaufspreis pro Stück minus variable Kosten pro Stück. Und wenn wir diese Formel jetzt wieder mit unserer Angabe vergleichen, so können wir hier jetzt gleich wieder die einzelnen Positionen oder Variablen durch unsere Werte ersetzen. Die Fixkosten finden wir hier in der Angabe mit 150.000 Euro. Der Nettoverkaufspreis beträgt 500 Euro pro Stück, das heißt wir haben hier 150.000, hier 500, minus variable Kosten, auch die finden wir in der Angabe. Die variablen Kosten sind bei 250 pro produzierten Möbelstück. Das heißt, wir haben hier dann sozusagen die Formel 150.000 dividiert durch 500 minus 250. Und wenn wir das dann in unseren Taschenrechner eingeben, so kommen wir auf ein Ergebnis von 600 Stück. Das heißt, die Businessfragen GmbH muss mindestens 600 Stück verkaufen, um all ihre Kosten zu decken. Verkauft die Businessfragen GmbH beispielsweise nur 500 Stück, dann würde die Business GmbH einen Verlust machen. Und sobald die Businessfragen GmbH 601 Stück verkauft, hat die Businessfragen GmbH auch gleichzeitig einen Gewinn erwirtschaftet. Ja, so viel einmal zum Break-Even-Point. Vielleicht bevor wir zum Ende kommen, hier noch eine kurze Möglichkeit, wie Sie kontrollieren können, ob Sie richtig gerechnet haben. Hierfür können Sie ganz einfach diese 600 Stück in die Gewinnfunktion einsetzen. Und wenn wir hier dann schauen, Erlös, da braucht man die Erlösfunktion und die Erlösfunktion, wie wir schon gelernt haben, lautet verkaufte Stück mal Nettoverkaufspreis, also in diesem Beispiel wären es 500, mal 4.500, aber nachdem wir ja hier die Kontrolle machen wollen, verwenden wir nicht die 4.500, sondern die 600. Das heißt, wir rechnen einmal 500 mal 600 minus die Kostenfunktion. Die Kostenfunktion lautet Fixkosten, also 150.000 plus variable Kosten, also 250 mal Stück. Und Stück setzen wir hier jetzt wieder diese 600 ein. Das heißt, wenn wir dann jetzt schauen, 600 mal 500 minus 150.000 plus 600 mal 250. Und wenn wir das dann in Taschenrechner eingeben, so kommen wir auf ein Ergebnis von 0. Das bedeutet, unser Gewinn ist 0. Und sobald wir dann eben, wenn hier 0 rauskommt, wissen wir haben richtig gerechnet. Weil der Break-Even-Point gibt ja an, wann wir in die Gewinnschwelle kommen. Und dementsprechend muss eben hier immer diese 0 rauskommen, wenn wir
den Wert, also die Stückzahl, aus dem Break-Even-Point einsetzen. Das heißt, wie vorher schon gesagt, würden wir 601 verkaufen, würde hier ein positives Ergebnis rauskommen, und wenn wir hier 599 einsetzen, würde hier ein negatives Ergebnis rauskommen, also ein Verlust. Aber wenn Sie kontrollieren möchten, müssen Sie eben hier immer auf 0 kommen. Und kommt keine 0 raus, dann haben Sie einen Fehler gemacht.